Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich wurde in letzter Zeit häufiger mal gefragt per E-Mail, per Kommentare, ja, was soll man denn jetzt eigentlich im Krisenfall anziehen, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen ist? Keine Ahnung, ein 8-tägiger Blackout passiert ist, die Leute Hunger haben, Durst haben. Was ziehe ich denn da an am besten? Und da gibt es ganz viele Theorien. Zum Beispiel der Günni vom Breakout-Kanal sagt, ja, nicht tarnen, weil als könntest du dann natürlich als Partisan erkannt werden, dann unterliegst du nicht der Genfer Konzession und könntest erschossen werden. Hat er damit recht? Oh ja. Der Christian vom Prepper Fox Austria hat zum Beispiel mal gesagt, eher ärmlich klein, eher so Greyman-mäßig und unauffällig und ärmlich, damit man keine Begehrlichkeiten weckt. Hat er damit recht? Oh ja, hat er. Ich sag zum Beispiel, tarnen bis zur letzten Vergasung, weil wenn euch keiner sieht, kann euch keiner was tun. Habe ich damit recht? Ja. Ich sag aber genauso, leuchtend anziehen, wirklich am besten noch vom Auto die Warnweste mit anziehen, damit euch jeder sieht. Habe ich damit recht? Ja. Und so gibt es noch viele, viele andere Sachen, zum Beispiel, dass man sie anziehen soll wie ein Jäger, ist ganz gut. Oder wie es der Günni gemacht hat, der einfach die Sachen kombiniert. Er hat außen eine schwarze Jacke genommen und wenn er die umdreht, ist ihnen ein Achillesweh, der fällt dann raus und damit bin ich vollgetarnt. Und das ist natürlich perfekt. Also er ist anpassungsfähig an die Situation. So, viele Aussagen, wie passt das alles zusammen? Das werden wir erklären, was sind die Vor- und Nachteile und ich zeige euch mal meinen heiligen Ausrüstungsschrank und wie ich dieses Problem gelöst habe. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Also ganz viele Aussagen, aber was stimmt denn jetzt eigentlich? So, jetzt gehen wir mal die Vor- und Nachteile der einzelnen Sachen durch und wann welche Kleidung eigentlich sinnvoll ist. Das allererste, was ich mich, wenn ich mich um dieses Thema kümmere, natürlich wissen muss, welche Art von Krise habe ich denn? Ist eine fremde Armee im Land? Haben wir Pandemie, wie in China zum Beispiel gerade? Ist ein Blackout schon seit mehreren Tagen? Oder gibt es andere Krisen, wo einfach keine Lebensmittel, kein Wasser mehr vorrätig ist? Naturkatastrophen, was auch immer? Und natürlich auch wichtig, wo befinde ich mich? Auf dem Land muss ich mich anders verhalten als in der Stadt. Und im Wald muss ich mich wieder anders anziehen als in der Stadt oder auf dem Land. Also das sind mal ganz wichtige Sachen, die ich vorab wissen muss, bevor ich sagen kann, das ist sinnvoll oder das ist sinnvoll. Ich muss also meine Kleidung nach der aktuellen Situation wählen. Und es gibt keine pauschalen Wörter, es geht nur dies und alles andere ist schlecht. Das ist völliger Schwachsinn. Sondern es muss der Situation anpassend sein. Anpassen, Flexibilität, tarnen und täuschen. Das ist das A und O an der ganzen Geschichte. Fangen wir doch mal an mit Naturkatastrophen. Wir hatten jetzt gerade der Wind Sabine durch. Der war jetzt bei uns nicht ganz so schlimm. Wir hatten letztes Jahr die Schneelagen und ich habe selber schon einige Überschwemmungen miterlebt. Auch als Hilfskraft. Oder es könnte mal Tornado sein oder sonstiges. Wenn ich dort natürlich in Tarnkleidung unterwegs bin, dann werde ich nicht erschossen. Weil wer sollte mich da erschießen? Da ist keine fremde Armee nicht da. Aber ist es sinnvoll, mich dort zu tarnen? Wohl eher nicht. Was ist da sinnvoll? Ich will ja gefunden werden, ich will ja gerettet werden, also ist es hier sinnvoll, zum Beispiel leuchtende Farben zu tragen, die man wirklich weit sieht, oder noch besser, die Warnweste aus dem Auto holen. Weil mit der wird es ja wirklich gesehen und das ist eigentlich dann optimal. Und vielleicht noch eine Lampe dazu, wie zum Beispiel die O-Light, was ich letztes Mal vorgestellt habe, mit der man einfach Signale geben kann, damit man auch in der Nacht gefunden wird. Weil strahlt euch mal mit so einer Taschenlampe an, die Leuchtweste leuchtet kilometerweit. Funktioniert also echt super und so kann man eigentlich relativ einfach finden. Also bei Naturkatastrophen leuchtende, auffällige Farben, egal, auch wenn man im Wald ist, weil wo man gerettet werden will, braucht man leuchtende Farben, sonst findet man euch nicht. Nächstes Beispiel, zum Beispiel ein lang andauernder Blackout. Wir haben jetzt keine Ahnung, seit über einer Woche Blackout. Die Leute haben nichts mehr zum Trinken, weil die Wasserversorgung ist zusammengebrochen. Es gibt nichts mehr zu essen, weil die Supermärkte nicht mehr beliefert werden und auch nicht offen haben. Viele sind im kurz vorm Verdursten. Panik macht sich langsam breit, weil der Familienvater erkennt, scheiße, ich habe nicht vorgesorgt und meine Kinder sind am Verdursten. Die sind kurz vorm Sterben. Und da wirst du panisch, definitiv. Und da machst du Sachen, die du dir als jetzt normal überhaupt nicht vorstellen kannst. Es ist so. Zwischen Anarchie und normaler Zivilisation stecken neue Mahlzeiten, sagt man so schön immer. Was zieht man also dann an? In der Stadt zum Beispiel.
Ich persönlich würde mir dann eher ärmlich kleiden, am besten ohne Rucksack oder sonstiges, weil Rucksack suggeriert immer, oh, der hat was dabei, das will ich haben. Und wie gesagt, da wird dann jeder Familienvater natürlich wild werden, wenn seine Familie verdurstet. Da wär, oder auch die Mütter, da wird keiner zuschauen, sondern da wird er mit allen Mitteln versuchen, die irgendwie zu retten. Und jetzt stellt euch vor, habt ihr einen Rucksack dran und rechts und links habt ihr nur wunderbar 1,5 Liter Wasserflasche gefüllte dabei. Ja. Dann habt ihr ja viele Freunde plötzlich in dieser Straße, ganz, ganz viele, der ich vielleicht nicht so toll ist. Scrime im Prinzip ist halt, wie gesagt, da super. Das hat übrigens mal der Mediurs, kann ich euch auch nur mal empfehlen, mal super erklärt, was das tatsächlich ist, weil viele verwenden den Begriff eigentlich fälschlich. Also nicht nur einfach grau ziehen, so wie ich jetzt zum Beispiel, klar, wenn ich so angezogen bin. Fall jetzt nicht so auf, das ist mittlerweile normale Standardkleidung und ich bin aber relativ gut getarnt in der Stadt, wenn ich mich irgendwo ins Dunkle stelle und vielleicht nur die Kapuze draufsetze und mich irgendwo so rein tue, bin ich relativ gut getarnt und fällt jetzt nicht so dramatisch auf. Ich habe auch nur eine graue Weste und ich sehe mir dann nachher graue Jacken eben ohne dieses Tarnmuster zum Beispiel. Oder stellt euch mal vor, ihr lauft da richtig in Tarnmuster rum. In Tarnklamotten mit, was weiß ich, Plattenträger mit voller Montur, mit Helm auf, allem drum und dran. Dann ist es entweder so, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die Leute lassen euch in Ruhe, weil die Angst vor euch haben. Weil wenn ich dort so rumlaufe, muss ich davon ausgehen, dass sich der wehren kann und wehren wird, definitiv. Also werde ich vielleicht eher einen anderen nehmen. Es kann aber passieren, dass das ganze Begehrlichkeiten weckt, dass dir jemand sagt, ich will das auch haben. Und dann habt ihr natürlich ein Problem. Also das ist zweischneidiges Schwert. Also Frage an euch selber, stellt euch mal ganz ehrlich die Frage. Es kämen aus, ihr steht in der Mitte, schaut beim Fenster runter und aus der Straße kommt ein ganz ärmlich gekleideter, der nichts dabei hat. In der Straße kommt einer dabei, der schaut richtig. Der hat Top-Ausrüstung, Gore-Tex-Jacken, der hat hinten einen fetten, fetten Rucksack drum mit zwei Flaschen drin. Und in der dritten Straße kommt einer daher, der hat komplette Montur an, Tarn, hat vielleicht nur Waffe in der Hand. Welchen von denen drei wird sie überfallen, wenn ihr euch nicht mehr anders zu helfen wisst? Den Ärmlichen? Den Soldaten? Vielleicht eher den in der Mitte, weil der schaut aus wie ein leichtes Opfer und der hat was dabei, wo sie sich auch rentieren würde. Kommt jetzt zum Beispiel eine fremde Armee ins Land, dann würde ich ganz dringend vom Tarnkleidung abraten. Weil dann ist natürlich die Gefahr, dass ihr als Partisan erkannt werdet und dann tatsächlich erschossen werdet. Denn ihr unterlegt eben nicht der Genfer Konvention als Partisan. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Muss man sich allerdings vor denen verstecken aus irgendwelchen Gründen? Dann ja nicht mit leuchtender Kleidung im Wald, sondern dann mit allem, was zum Tarnen irgendwie möglich ist. Am besten mit Vektorenschutz gegen Infrarot, dass ihr dort nicht so gut gesehen werdet und natürlich vor allem mit Schutz nach oben gegen Infrarotaufklärung, also Poncho oder auch sonstiges, weil der vielleicht ja mit der Drohne drüber fliegt. Und die haben halt alle diese kleinen Drohnen und so fliegen die im Wald drüber, die haben Infrarot und die sehen euch dann von oben. Also könnt ihr euch nur so viel verstecken. Habt ihr aber Poncho so 30, 40 Zentimeter weit drüber, sieht euch kein Mensch. Also das sind eben dann so Sachen, ja. Übrigens, die meisten Billigartikel, die man eben so kauft, wie Plattenträger oder Kampfmittelwesten. Ich habe selber mal so billige gehabt und wir haben dann das getestet mit der Lucy, also mit der Nachtsichtbrille der Bundeswehr. Da hat das Ding gestrahlt. Also während man die Uniform schlechter gesehen hat, weil die hat einen Vektorenschutz ja drin, also ist man nicht unsichtbar, aber man ist zumindest nicht so sichtbar. Und das Ding hat geleuchtet, als ob ich eine Warnweste noch gehabt hätte. Also auch hier muss man natürlich ein bisschen mit den Billigsachen aufpassen, weil damit leuchtet man wie ein Christbaum. Und da war natürlich in so einem Fall auch optimal die Idee vom Günni, dass man sagt, ich habe Wechselklamotten an. Also ich habe im Arme zum Beispiel innen drin so die Jagdklamotten, was es halt gibt, die haben da super. Die haben zum Beispiel auf der einen Seite in leuchtenden Orange und dreht man es um, hat man es in kompletten Tarnfarben. Die nehmen die für die Treibjagd immer her. Das ist zum Beispiel optimal, weil habe ich diese Leuchtfarben auch. Auch wenn ich so ein bisschen Tarnmuster drin ist, aber es leuchtet, wird mir wahrscheinlich keiner als Partisan erkennen. Drehe ich es aber um, bin ich im Wald super getarnt. Gut, natürlich kein Infrarotschutz nicht, das muss man natürlich bedenken. Machen wir mal ein Beispiel. Zum Beispiel bei mir ist ja Plan D, wirklich Plan D, ab in den Wald.
Vorher nicht. Also das ist wirklich der letzte Ausweg für ein paar Tage in den Wald. Längerfristig ist das eh kaum möglich. Dann natürlich in Foltern, weil dann wollt ihr ja nicht gesehen werden. Wie vorher auch, wenn ich mich eben schützen muss, dann natürlich. Also bei mir ist oft so, selbst wenn ich muss nicht unbedingt die Tarnkleidung haben, es langen schon richtige Olive-Sachen, wie die Jacke, was ich immer habe von Highlander, da rennen die Leute teilweise 10 Meter an mir vorbei. Ich sitze im Gebüsch oder hinterm Gebüsch, je nachdem, und die sehen mich nicht. Funktioniert super. Weil ja auch keiner, wenn der nicht direkt nach euch sucht, dann geht der ja den Weg entlang und schaut vielleicht einmal ein bisschen links und rechts, aber wenn ihr euch hier da nicht bewegt, findet ihr euch nicht. Oder wie gesagt, ich bin ihm gern angezogen wie ein Jäger und bin ja schon des Öfteren, auch von der Polizei ja schon gefragt worden, ob ich der zuständige Jäger bin. Natürlich praktisch. Bevor wir jetzt zu meiner Auswahl kommen, die ich daheim habe, vielleicht eins und was muss denn so eine Kleidung für draußen haben, aber das ist allgemein klar. Die muss euch vor den Elementen schützen, vor Regen, vor Wind, vor Schnee, vor Kälte. Und deswegen habe ich zum Beispiel ganz gern eben diese 3-in-1-Jacken, wo innen drin eine Fließjacke ist, außen eine Regenjacke, weil im Sommer kann ich die Regenjacke anziehen, wenn es so herbstlich ist, habe ich die Fließjacke vielleicht alleine an und wenn es im Winter wird, habe ich beides in Kombination an. Und funktioniert super und ich habe verschiedenste Fließjacken, aber das seht ihr jetzt. So, ich befinde mich vor meinem Hauptausrüstungsschrank. Das ist der, wo eigentlich das, was ich täglich, was heißt täglich fürs Buschkräften etc. brauche, ist hier alles mit drin. Leider ein bisschen wenig Platz mittlerweile, ich habe so viel Ausrüstung. Aber wie gesagt, ist nur eines meiner Lager. Aber das, das ich halt am schnellsten erreiche. Da ist natürlich klar, hier unten ist mein Baggerpack, immer fertig gepackt. Und hier in die verschiedensten Jacken, vom THW über Bundeswehr bis zu grüne Sachen, Olive-Sachen, sogar die Tracht war hier noch mit drin. Hier nehmen andere Sachen, sieht man jetzt natürlich ein bisschen schlecht, weil ich gerade nicht weiß. Hier haben quasi Socken noch mit drin, hier ist Unterwäsche mit drin, hier oben sind im T-Shirts mit drin. Ich muss ihm die noch verstauen, deswegen haben die jetzt gerade hier mit drin. Und oben ist halt noch andere Ausrüstungsgegenstände, die man eben, halt, das seht ihr ja gar nicht, mal ein bisschen hochgehen. Hier oben habe ich halt noch den ganzen Rest drin, da ist Fressalien hier, was man so braucht für Touren. Auch hier oben habe ich quasi noch ein paar E-Pass drin. Ja, und andere Sachen, hiermit mache ich mir meine Kerzen etc. Also es ist ja alles da. Hier drüben ist wieder Bundeswehr. Gamaschen, Tarnschal. Hier sämtliche von den ganzen O-Light-Lampen, von den Funkgeräten etc. ist hier alles mit drin. Und hier ist halt weitere Ausrüstung. Hier hängen normal meine Schlafsäcke mit drin. Da hängt jetzt gerade einer zur Zeit drin, weil die anderen zwei gerade verpackt sind. Mein Plattenträger und die Tracht etc. Also das ist so mein Hauptausrüstungsschrank. Wenn ich quasi Buschkräften gehe, nehme ich einfach mein Backout-Pack, der ist immer fertig gepackt. Und dann kann ich, und hier hat mein Gewand dazu, und dann kann ich eigentlich schon losmarschieren. So, wir fangen mal an und zwar links. Okay, da kommt bei mir erstmal die Tracht. Die gehört jetzt hier nicht dazu. Aber die wäre mal ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel auf dem Oktoberfest tarnen müsste. Wird auch gehen. Dann geht es bei mir los hier mit der olivgrünen Jacke. Die ist also wirklich, wenn man eben, wie ich schon gesagt habe, als Jäger unterwegs ist. Und bei mir hat eben jede Jacke innen drin, man kann es erkennen, eine fette Fließjacke. Das ist meine Winterfließjacke, die ist dort mit drin. Weil die Kombination ist einfach genial. Du hast einmal oben deinen Regen- und Windschutz. Und unten hast du dann dementsprechend habe ich verschiedenste Fließjacken in verschiedensten Dicken und dementsprechend wie es halt braucht. So. Nächster Punkt ist meine knallig rote. Wenn ich mal fast mal raus. Meine knallrote Berghausregenjacke. Ich habe also wirklich mal den Test gemacht. Ich habe mal jemanden auf dem Berg gesehen, der hatte die an. Die gleiche, und wir waren 500 Höhenmeter unter dem, und die waren zu viert, aber einen hast gesehen, den mit dieser Jacke. Also für einen Katastrophenfall optimal Gore-Tex mit dem Bein drin. Das heißt, hier bin ich natürlich vor Wind und Wetter geschützt, ist relativ leicht, ist sehr luftig, von dem her top. Und dazu natürlich passend auch hier nochmal eine Fleece-Innenjacke. Jetzt ein dünneres Modell, wie gesagt, ich habe verschiedenste Modelle für alle Temperaturen. Dann kommen natürlich meine THW-Sachen, also die normalen THW-Sachen habe ich natürlich im THW. Hier habe ich halt quasi noch Ausgehuniform und die T-Shirts, weil die ziehe ich halt dann daheim schon. Die Socken haben dort oben drin.
Dann gehen wir weiter. Dann kommen natürlich meine Bundeswehrsachen. Also meine Original-Bundeswehr-Uniform. Ja, ich habe eine Uniform-Trageerlaubnis, ich darf das tragen. Genau, also hier die Bundeswehrsachen, falls mal irgendwas war. Dann noch private Sachen, die wir so haben. Hier natürlich auch noch eine, sagt man denn? Warnweste fürs Auto, eben falls doch mal Katastrophe ist, dass man mich wirklich sieht, mit der sieht man mich. Hier noch die Regenjacke, die ich von der Bundeswehr, die natürlich sehr gern zur Tarnung hernehme. Die hat immer einen Vektorenschutz noch gegen Infrarot auch mit drin. Und hier noch zusätzliche Tarnung, Hemdchen, das ich jetzt anziehe, weil die Bundeswehruniform ziehe ich ja nur an, wenn ich offiziell unterwegs bin. Und das ist ein super Tarnmuster, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Kommt von den Engländern. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit bist du im Wald richtig gut getarnt. Noch zwei weitere Varianten, die woanders hängen. Das ist zum Beispiel meine graue Jacke. Die ist optimal für die Stadt. Die passt sich wunderbar überall rein. Die ist nicht auffällig. Da ist jetzt kein irgendwie großes Muster drin. Das ist irgendwie eine Marke von Iguana, kennt kein Mensch, also nichts Auffälliges, also gerade für Grayman zum Beispiel, dann natürlich nicht schlecht. Auch natürlich wieder mit Fließinnenjacke, logischerweise auch, das ist ein Regenschutz mit 10.000 mm. Logischerweise, weil wie gesagt, das ist das Wichtigste, dass ihr, wenn ihr draußen unterwegs seid, dass ihr nicht nass werdet und rechts kalt wird. Dann habe ich hier noch, die habt ihr in meinen Videos schon öfters gesehen, die nutze ich sehr gern. Meine Regenjacke, Vierhunter glaube ich ist das genau. Und da hier habe ich auch, die kann man separat tragen, relativ dünne, und da habe ich noch mehr so dünne Innenjacken, sodass ich wirklich für jede Temperatur eigentlich gerüstet bin. Und so Jacken kann man auch mal unter die andere Ozean oder sonstiges. Dann natürlich, die kennt ihr ja eh schon, meine Highlander Jacke, die finde ich richtig toll mittlerweile. Das ist eine super Winterjacke, die ist echt schön warm, hält wasserdicht, und wenn man die quasi ohne Patch macht, fällt mir damit im Wald überhaupt nicht auf. Also die hat eine richtig gute Tarnwirkung, habe ich jetzt schon ein paar Mal getestet, weil schon mehrfach Leute keine 10 Meter an mir vorbeigegangen haben damit und haben mich nicht gesehen. Hat auch noch eine Kapuze drüber, dann ist der Kopf auch gleich geschützt, und von dem her eine ganz coole Sache. Auch da habe ich quasi noch so eine Mikrofließjacke mit dabei. Wenn es zu kalt würde, würde ich die noch drunter anziehen. Also ihr seht, ich habe für alle immer so Systeme zusammengestellt, mit denen ich wunderbar ja, draußen unterwegs sein kann. Also Leute, ihr seht, es gibt nicht die einfache, pauschale Antwort, das ist richtig, das ist falsch, das gibt es nicht. Es ist einfach situationsbedingt, situationsabhängig, deswegen habe ich mich auf möglichst alle Situationen vorbereitet, habe die alle in meinem Schrank drin, brauche gerade je nach Situation eingelangen und habe dann das hoffentlich Passende mit dabei. Wichtig ist, anpassen, tarnen und täuschen heißt das Motto in dem Fall. Entweder als ärmlich gekleideter oder eben im Wald nicht mehr aufzufinden zu sein. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem ganzen Thema unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, noch mehr über ein Abo, falls es noch nicht passiert. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.